Also die Frage Videoeinsatz bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir von der Online-Redaktion betreuen einen zentralen Kanal bei YouTube und wir stellen dort Mitschnitte von Veranstaltungen ein, die beispielsweise in den Landesbüros gemacht werden. Das wird in der Regel durch Agenturen mitgefilmt, die uns dann das Material liefern und wir können es dann einfach bei YouTube hochstellen und dann auch redaktionell ein bisschen aufbereiten. Ansonsten können wir natürlich, wenn in Bonn eine Veranstaltung ist, die Online-Redaktion ist in Bonn beheimatet, da auch Fotos machen, beispielsweise eine Ausstellungseröffnung in der FS Bonn und die dann fürs Intranet verwenden und einstellen.